Servus Leute, John wieder hier. Heute spiele ich ein bisschen Zombie Defense. Das ist Echtzeitstrategie gemischt, also Echtzeitstrategie Tower Defense gemischt mit so ein bisschen Mikromanagement. Ich fange jetzt gerade erst an, ich musste mich kurz anmelden hier. Und mein Passwort. Und Schwierigkeitsgrad ist normal. Ich spiele jetzt das Einfache ganz am Anfang. Ich hoffe, da gibt es noch so ein paar Infos. Ich habe gesehen, in einem einen Video, also das Vorschau-Video hier im Steam, dass man da zwischendurch auch noch ein paar Sachen kaufen kann während des Kampfes. So, ich mache jetzt natürlich das erste. Highway aus der Hölle, Zombiewellen 5. Insgesamt 80 Zombies. Zombies, blöde. Dumme Walker. Unser Stab, Headquarter, bla bla. Jo, gut, kann man sich alles später noch durchlesen. Widerstandsfähigkeit 50. Ah! 50 bis 105, das heißt also, dass sie auch nicht immer mit einem Schuss hinüber zu kriegen sind. Lade, so, ich bin gespannt. Also es ist einfaches Deutsch hier zum Teil. Welle 1, der Feind von kann... Widerstand, okay. Willkommen auf dem Schlachtfeld. Jo, was muss ich hier machen? Tipp auf eine grüne Zone, um sie zu aktivieren. So, hier kann man es machen. Man kann also, jetzt sehe ich es, die Zonen auswählen. Und dann dementsprechend hier Leute kaufen. Also muss ich wohl hier draufklicken. Einen neuen Soldaten Sheriff. Aha. Kosten 100. Ich sehe gar nicht, wie viel Geld ich habe. Wie viel Geld habe ich denn? Sehr gut. Okay, ich habe einen. Doppeltippe auf deinen Zoo. Aha. Also der Soldat kann dann hierher. Ich zoome mal ein bisschen raus hier, damit man es besser sieht. Wähle eine freie Zone. Wir nehmen mal die vordere hier. Oder vielleicht die direkt beim Auto. Tipp auf das Soldaten-Icon, um zu rekrutieren. Hier. Schon wieder nur ein Sheriff. I'm ready. Okay. Jetzt töte alle Zombies. Habe ich noch Geld? Habe ich noch Geld? Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ach so, hier. Roger. Okay, ich kann nur die drei hier auswählen. Yes, sir. Ich lasse ihn mal hier rüber. Der sieht ja nichts. Okay, das ist noch verhältnismäßig einfach. Welle 1 geschafft, Bonus 100. Wir verlangsamen den Zeitablauf während massiver Angriffe. Das geht auch. Wo kann ich das machen? Okay, wo platziere ich jetzt noch welche? Das muss natürlich wohl überlegt sein. Ich krieg da keinen hin. Scheiße. Den lasse ich hier. Oder den nehme ich mal. Da kommt zwei. Noch kriegt er die alleine hin hier. On my way. Supply crate available. Oh, das ist eine Kiste. Hol ich mal schnell ab da. Und gleich wieder zurück. Supply crate collected. Das war die zweite Welle, das war schon alles. Okay. Maschinenkanone wirken soll. Ich habe eine Maschinenkanone. No, I have a machine gun. Ich kann Granaten schmeißen. Wo war ich jetzt die Maschinenkanone? Was ist denn hier noch? Versorgungskiste anfordern? Nein. Ich weiß ja gar nicht, für was die war. Ach, ich glaube, da waren jetzt die Granaten drin. Incoming! Das war jetzt die dritte Welle. Nur zu Handgranaten kriegen Gruppen von Zombies. Okay, das habe ich gerade getan. So, ich fordere mir nochmal eine Kiste an. Was ist das hier eigentlich? Oh, nee. Zurück. Ich fordere mal eine Kiste an für 100. Ich habe aber nur 100, oder? Was ist das da? Was ist das hier? Den Rekruten befördern. Oh yeah. Okay. Supply crate available. So, hol mal die Kiste ab, fährt die Kiste. Okay, Granate hier hin. Incoming!
Boom! Der macht ja aber nicht viel. Der steht irgendwie ein bisschen blöd da eigentlich. Den kann ich auch befördern. Ja, befördere den. Das war die vierte Welle. 250. Laufe zur Versorgungskiste, um sie zu öffnen. Okay, ja, das habe ich ja nun begriffen. Den werde ich auch noch schnell befördern. Was ist das denn? Zone aufwerten. Erhöht das Level des Soldaten, der sich darauf befindet. Für 500. Ich sehe gar nicht, wie viel Kohle habe ich. Ach, hier kann ich auch verlangsamen. Plus, minus, was auch immer das sein soll. Warte mal. Doch, ich will seine Zone aufwerten. Kann ich nicht. Doch, habe ich. Ja, ich brauche noch einmal eine Büste an. Ach, die ist direkt bei ihm gelandet. Oh shit, der ist aber stark. Und er ist weg. Ich glaube, der kommt mit denen da klar. Nee, jetzt kommen die großen. Ich kann keine Kiste mehr anfordern. Was ist das denn hier? Achso, das war Geld kaufen. Das ist wohl ein Menü. Zusehen, dass sie irgendwie durchkommen hier. Aber ich habe sie auch gewertet. Das ist also das sogenannte Micromanaging hier. Hier geht's noch weiter. Hier kann man links und. Letzte Welle geschafft. Bonus 250. You can keep playing to win more stars. Aber die Frage ist, hört das dann einfach so auf? Oder. Also, ich habe noch nicht ganz durchgesehen. So, gucken wir erstmal hier. Gesamtverdienst 3140. Gute Sache. Da müsste ich jetzt eigentlich weiterkommen. Vollstrecker. Tesla-Soldat. Ach, guck mal, ich kann Sachen kaufen. Eine Maschinenkanone. Ich habe gar keine Kohle dafür. Wo steht denn hier mein Geld? Guthaben, 3140. Habe ich leider nicht. Ich spiele jetzt weiter. Schade, dass ich jetzt nichts weiter habe. Okay, jetzt habe ich es aber erstmal verstanden. Neueste Nachrichten, Schwierigkeit gerade nochmal. Zombie-Wellen 7. Okay, die sind schon ein bisschen helper. Auch schon wieder Walker, das heißt, die sind nicht so schnell, offensichtlich. Die gelben Zonen erhöhen den Rang und damit auch ihren Kampfwert. Habe ich verstanden. So, ich platziere erstmal jemanden hier. Ich weiß ja nicht, von wo die alle kommen würden. Wähle eine grüne Zone aus. Ich nehme erstmal hier den Verschlag. Ganz normalen Rekruten. So, der soll gar nicht dahin. Ich nehme hier noch einen. Ich habe keine Tourettes. Oh, 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 oh. So, hier mache ich jetzt auch noch einen. Mir fehlt die Kohle. Mir fehlt die Kohle. Ich will den hier drüben haben. Der ist schon aufgewertet, automatisch. Dann werte ich den hier auch noch auf für 100. Oh, das geht. Ja, der ist aufgewertet. Super. Oh, das war die erste Welle. Die gelben Zonen erhöhen den Angriffswert. Deswegen lasse ich den einen auch stehen. Wie, jetzt mit nur zwei? Ich kann jetzt nur mit zwei... nee, hier kann ich noch einen nehmen. Ich hoffe, der schießt auch sofort. Ja, er schießt. Den werde ich jetzt auch noch auf. Den kann ich auch nochmal aufwerten. Und den Bruder. Oh, jetzt kann ich ihn mehr aufwerten. Ich verdiene wohl nicht Unmengen Geld hier. Aber das ist eigentlich ganz witzig. Also auf einfach ist es noch relativ unterhaltsam. Aber es wird bestimmt noch richtig schwer. Ich habe ja gerade angefangen erst. Ich mag es auch, weil es so ein bisschen blutig ist. Das ist unterhaltsam. Da kann man auch mal eine Zeit mit verbringen. Das gibt's gratis bei Steam. Wie gesagt, Zombie Defense heißt das. Könnt ihr alle nochmal nachschauen. Das war die zweite Welle. So, jetzt kriege ich noch einen zusätzlichen dazu. Supply crate available. Und wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die...
Und die scheiß Kiste machen. Supply Crate Collected. Okay, der soll wieder hier rüber. Aber ich nehme mir jetzt hier noch einen. Kommen viele? Na, es geht noch. Obwohl hier, der muss wahrscheinlich jetzt mal. So, ich glaube, ich nehme hier noch einen hin. Kommen hier von hier überhaupt welche? Noch kommen ja von da nie, keine Zombies. Nee, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Oh, ich kann gar keinen mehr anfordern. Aber ich glaube, ich kann wieder. Oh, die Welle ist auch voll. Ich wollte gerade noch irgendwann aufwerten. Gut, Versorgungskiste wurde geöffnet meinerseits. Nächste Welle. Ich kann nicht aufwerten. Scheiße. Receiving transmission. Im Prinzip kann ich hier gar nichts machen, außer die stehen lassen. Da kommen die Wellen. Da kommen die Bösewichte. Ich habe auch keine Granaten mehr. Wieso nicht? Wieso habe ich keine Granaten mehr? Da oben kommen nicht so viele. Jetzt kommen da auch noch welche von der Seite. Au, 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 au. Ich sehe schon, ich muss sie irgendwie anders platzieren. Ich hoffe, dass die so durchkommen jetzt. Ich bin noch nicht so firm hier drin, aber ich weiß, dass der hier ein bisschen mehr aushält. Oh ne. Ach, den habe ich verwechselt mit den anderen großen. Das könnte. Jo, die Welle ist auch durch. Fünfte Welle, 7 Stück sind's. Jetzt kommen hier nochmal Gegner. Fuck ey. Ich habe kein Geld, wieso habe ich hier kein Geld? Zone aufwerten. Moment, Kiste. Supply Crate, Supply Crate Collector. Gut. Gut, 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 gut. Zone aufwerten. Das Blöde ist, kann ich von oben hier nicht so allzu viel sehen. Was ist denn das Minus? Oh. Plus, normale Geschwindigkeit. Und Minus wäre verlangsamt, okay. Oh ja, hier kommen viele. Hier kommen doch auch einige, hier kommen doch auch einige. Incoming! Okay, das macht Laune, ehrlich gesagt. Das sieht schon mal auch noch aufwerten. Und eine Kiste fordere ich noch an. Supply Crate Collector. Bin mir sicher, ich brauche noch Granaten, aber ich heb sie erstmal auf. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur für die Runde gelten und danach verschwinden. Okay, ich bin durch. Jetzt kommen die von dort. Leck mich. Immer alles schön im Auge behalten. So, die sind raus. Die kriege ich glaube ich noch klar hier, die paar. Okay, mit WASD kann ich überhaupt nichts machen. Das ist also alles per Maus offensichtlich. Obwohl ich weiß, dass es Shortcuts gibt für die Tastatur, um die Kamera ein bisschen zu verändern. Hab die nur noch nicht gefunden, beziehungsweise noch gar nicht nachgeschaut. Letzte Runde hier, oder was? Eine kommt noch. Verbrauche deine Sprengmittel nicht alle auf einmal. Das dachte ich mir auch, deswegen habe ich ja noch eins. Aber ich hole noch mal eine Kiste. Supply Crate collected. Ich kann hier auch keine Zone mehr aufwerten. Also es geht wohl alles nur einmal. Okay, da kommt eine große Welle. Kommen die von der Seite. Oh, da kommen die auch. Oh shit. Holy Strozak, das sind ganz schön viele jetzt. Aber ich finde, die sind hier eigentlich relativ gut positioniert, weil die blöden Zombies ja auch erstmal um die Ecke müssen hier. Also sie müssen ja um die Autos herumlaufen und deswegen lassen die erstmal so. Oh, das ist der große! Holy fuck! Nein, er stirbt! Oh shit. Ich glaube, das war's jetzt erstmal gleich hier. Mach den großen weg, mach den großen weg! Oh, der macht aber richtig viel Schaden. Scheiß die Wand an. Wenn ich den irgendwie. Na hier, guck mal. Supply, supply, supply. Wow,
Hätte ich das vorher gewusst. Okay, nur ein verloren. Man kann also, gut zu wissen, man kann also den jeweiligen noch auswählen und dann später noch heilen. Gut, die einzelnen kriege ich jetzt auch so weg hier. Ich glaube, das sind nur noch die beiden. So, das war die letzte Welle. And the mission. Über 6000 verdient. Jetzt kann ich mir auch. Jetzt will ich mir so ein Tourette kaufen. Ich habe richtig Bock auf so ein Tourette. Aber ich glaube, das Tourette ist dann fest. Ein Tesla-Soldat, was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Söldner. Maschinenkanone. Ich kann den Rest leider noch gar nicht sehen. Oder kann ich irgendwie nach links und. Ach doch, hier nach links und rechts. Infanterist. Fallensteller. Was ich nicht alles habe hier. Aber ich will die Maschinenkanone. Ich habe über 9000. Aktivierungsgebühr. Aktivieren. So, ich habe noch 4000. Da nehme ich noch den Vollstrecker. Klingt auch nicht schlecht. Fallensteller kommt mir auch ganz gut irgendwie. Remington und eine Dynamitstange. Vorteil: Remington versucht schwere Körperverletzungen in mittlere Distanz. Im Mindestalle macht das Dynamit. Jagen. Okay. Ey, nehmen wir auch erstmal den, oder? Jetzt kann ich noch einen Einzelkämpfer nehmen. Oder hier einen Infanteristen. Den kann ich mir gerade noch leisten. Okay, 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 okay. Aktivieren. So. Oh. Shit. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch noch. Ich glaube, das ist hier ein Bosskampf oder sowas. Sheriff. Was Sheriff? Ich will keinen verkackten Sheriff. Ich habe doch extra die da. Okay, ich probiere es mal. Ich glaube, das war nicht gespeichert, dass ich die aktiviert habe. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So. Uiuiuiui. Okay, gucken wir erstmal. Machen wir einen hier bei der Motorhaube. Oh, echt nur diese verkackten Sheriffs. Und ich kann nur 3 Soldaten anwerben. Okay, Enemy spotted. Okay, schon los hier. Puh. Get ready. Gibt's hier keine gelbe Zone? Hier gibt's keine gelbe Zone. Okay, von da kommen jetzt einige. Oh, da gibt's auch welche, die sehr, sehr schnell laufen. Hunde und also eine Scheiße. Let's move. Nee, nee, bleib doch da hier. So, hier. Oh. Keine Kohle mehr. Das heißt, die müssen jetzt alle so durch. Kommen hier auch welche? Hier kommt doch gar keiner. Okay, komm mal rüber hier. Oder kommen jetzt hier welche? Nein, noch kommt da keiner. Das war die erste Welle. Okay. Jetzt werde ich mir hier aber auch einen Soldaten hinpopeln. Und gleich mal aufwerten. Oh yeah. So, Kisten kann ich mir keine leisten. Die Vögel müssen auch weg. Alles klar, das haben wir verstanden. Your command. Eieieiei. Die Frage ist immer, wie viele kommen von wo, ne? Und schafft er das alles hier? Oh, den habe ich auch gewertet. Dann werte ich den hier auch auf. Kann ich auch noch aufwerten. Oh yeah. Komisch, Kisten kann ich keine anfordern, aber ich kann die aufwerten hier, ja. Supply crate collected. Was? Ich hab die. Wo ist. Wie? Ich hab sie gesammelt. Kann ja irgendwie nicht ganz sein. Supply crate collected. Ich glaub, der kommt hier so noch durch. Bekackten Hunde. Okay, ich muss jetzt erstmal zusehen, wie kommen die hier durch?
Ich will auch noch nicht. Ich will, so wenn möglich, die meisten aufheben. Okay, ich glaube, die kommen so durch. Wie sieht's mit ihm aus hier? Okay, die sind ein bisschen widerstandsfähiger, wie man sieht hier. Ich glaube, bei den Anfangsmissionen kann man noch nicht so viele Soldaten aufstellen, offensichtlich. Okay, jetzt kann ich die Dinger hier aufwerten. Yes, sir. So, ich hole mir noch eine hier. Aha. Offensichtlich kann man nicht mehr als zwei Granaten, also zwei Sprengmittel gleichzeitig haben. Das ist natürlich blöd, ey. Verdammt, geht ja. Take cover! Woo! Also ich find's immer geil, mit der Granate zu feuern hier, die Granate zu schmeißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, sechs Zombies sind's noch. Die sind ein bisschen widerstandsfähiger, wie man sieht. Einer noch, null, Welle geschafft. Jetzt kommen die härteren. Jetzt kommen härtere Zombies. Supply crate. Supply crate collected. Okay, jetzt habe ich vier Granaten. Standing by. Das kann ich jetzt nicht mehr aufwerten, schade. Ach, das variiert! Jeder hat verschiedene, Der hat zwei Granaten, der da unten hat vier Granaten, der hat eine Granate. Supply crate collected. Jetzt hat er drei Granaten. Das lief doch ganz gut, sind ja nur noch 8. Ich glaube, die schaffe ich auch so hier. Wie sieht es denn bei ihm aus hier? Okay, sind schon ein paar mehr, aber ich glaube, der kriegt die hin. Fünfte Welle ist geschafft, sechste. Nutze Handgranaten. Jo, mache ich natürlich auch. So, ich habe natürlich auch alle Zonen aufgewertet. Aber ihn habe ich noch nicht aufgewertet. Ich kann den nicht aufwerten. Wieso kann ich den nicht aufwerten? Mal probieren, so. Zone aufgewertet. Also befördern wollte ich ihn, das war's. Das meinte ich eigentlich damit. Schade, dass es keine Minimap gibt. Ich weiß nicht, was die Hotkeys sind für die, Festen hier. Okay, jetzt mache ich mal, jetzt verlangsame ich das mal. Sie schießen relativ normal weiter. Zeit, eine Granate zu feuern hier. Okay, es läuft auch ein bisschen langsamer, wie man sieht. Die kriegen die wohl noch weg hier. Wie sieht es denn bei ihm aus? Oh ja, der kommt gut durch. Der kommt durch! Ja, das lassen wir mal wieder ein bisschen schneller laufen. Also normal. Ich glaube, er ist nicht verwundet. Oh, die Welle habe ich auch geschafft. Widerstandsfähigkeit. Supply crate collected. Supply crate collected. Wenn man sicher gehen will, dann. Ich glaube, ich muss den hier rüber schicken, damit er näher an den anderen dran ist. Da kommt hier ein hässliches Zeug. Das ist eine Menge hier, kann man nicht meckern. Okay, die meisten habe ich. Brauche die Granaten? Brauche die Granaten? Ne, ich glaube, ihr braucht die nicht. Ist ja nur noch ein Zombie. Die Welle ist geschafft. Oh, noch eine. Die Wellen 5 und 10 sind größer, als man erwartet. Okay, jetzt habe ich die 8. Welle hier.
Oh ja, hier kommen viele. Oh, hier kommen viele. Und lass sie erstmal reinlaufen hier so ein bisschen. Das ist echt eine verdammt große Welle. Okay, das lief doch ganz gut hier. Oh, bei denen ist es auch relativ voll. Alter, schmeiß doch die blöde Granate. So, er braucht auch noch eine. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Okay, ist ja nur ein Zombie. Dann ist hier aber Zeit hier. Gleich ist er weg. Puff. Welle 8 geschafft. Welle 9. Widerstandsfähigkeit 360 und ich kann sie nicht mehr aufwerten, ne? Enemy spotted. Ich habe auch überlegt, ob wir uns vielleicht alle hier zusammenstellen sollen. Und solange die nur zu dritt sind. Ich glaube, ich mache das genauso. Okay, die Vögel sind weg. Ich schicke den jetzt hier rüber. Sorgen hier. Uiuiui, hier geht's ab, du. 29 Zombies sind noch am Start. Eine feuer ich noch hier. So, jetzt sind es nur noch 22 Zombies. Guck mal, von hinten kommen jetzt richtig viele. Da kommen jetzt die meisten. Der hat noch ein paar mehr Granaten hier. Komm, lass fliegen. Ich glaube, die kriegen wir jetzt auch so durch. Sind ja nur noch 8. Welle 9 von 20. Jetzt sehe ich das erstmal. Das sind 20 verschissene Wellen. 20 Wellen von Zombies. 20? Huh. Na gut. Zocken wir einfach durch hier. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass da so viele sind. Und man kann die Zeit auch ein bisschen schneller laufen lassen. Wie zum Beispiel hier. Da muss man nicht ewig warten. Das hat natürlich einen Vorteil. Hat einen Vorteil auf jeden Fall. Welle 10. So, ich mach's wieder normal. So, ich hole mir jetzt für ihn noch Granaten. Supply crate collected. Oh, er kriegt noch Granaten. Supply crate collected. Your command? Der hat noch 8 Granaten, das ist ja nicht normal. Gut, da er so viele Granaten hat, kann er auch die meisten natürlich schmeißen. Noch 77 Zombies übrig. Für 72. Wieso kann ich die nicht aufwerten? Das ist irgendwie blöd. Oh, die halten wirklich mehr aus. Oh, die halten wirklich mehr aus. Holy fuck. Die Kiste anfordern hier. Ja, komm, komm, komm! Incoming! So, jetzt hier. Oh, komm, hol dir eine Kiste, Junge. Ich hab da keine Granaten mehr, das ist scheiße. Ich glaube, danach kann ich, man kann sich einfach nicht so viele Kisten holen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wer diese scheiß Kiste im Einsammeln von dem. Kriegt er noch eine hier? Supply crate, supply crate collected. Gerade mal die Hälfte erst durch. Und die Widerstandsfähigkeit wird immer höher. Shit. Ich hab mich gerade selber erschrocken. Okay, für den kann ich keine mehr holen. Ich kann ihn nicht aufwerten. Was ist denn das hier eigentlich?
Musik, hier läuft ja keine. Stimmen, bla bla, okay, das lassen wir alles so. Was gibt's denn hier noch? Scroll on Edges. Spiel nach geschaffter Welle pausieren, okay, das lassen wir alles so. Ja, sind ja nicht viele Einstellungen hier. Zurück. Okay, für den kann ich noch eine Kiste holen. Supply crate collected. Er kriegt diese blöde Kiste nicht. Hotkeys für die verdammten Granaten. Oh, die sind wirklich verdammt widerstandsfähig, die Jungs hier. Und Mädels. Oh mein Gott. Ey, wie soll das so nachlaufen? Echt, oh, ich. Das wäre das Schlimmste, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert hier. Wenn das nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte. Oh, mehr Granaten, das ist klar. Wer sammelt denn immer diese scheiß Kiste ein? Ich lass mal wieder ein bisschen schneller laufen hier. Aber immerhin unbegrenzte Munition, das ist auch schon mal was Gutes. 20 Wellen, kommen wir mal gut klar, ne? Widerstandsfähigkeit 400 verkackt 90. 490. Was, versuche versetzte Soldaten in Sicherheit zu bringen? Ach so, die irgendwo hinzuschicken und ja, verstehe schon. Ich frage mich jetzt, wo schicke ich diese, soll ich die hier stehen lassen oder wo packe ich die am besten hin? Wo packe ich die am besten jetzt hin, die Leute hier? Ich glaub, den schicke ich vielleicht besser mal hier hin. Shit, 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 jetzt habe ich zu lange gewartet. Ja, jetzt brauche ich hier wirklich auch mehr Granaten. Dass ich jetzt für ihn eine Kiste bekomme, sodass er auch mal wieder Granaten hat. Ja, irgendwie hat der andere immer die blöden Granaten genommen hier. Oh Gott, holt er Kiste. Kiste. Huhuhu. Supply crate available. Supply crate collected. Den paar fliegen hier raus. Wir sind ja noch 53. Incoming. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine verdammt ganze Menge. Freaking fucking much, man. Oh, er kriegt eine Kiste, ganz Supply klar. Supply crate available. Supply crate collected. Okay, lass mal wieder. Ey, what the fuck? Ach so, habt ihr langsam. Hab ich schon langsam mal laufen lassen. So, jetzt laufen. Wir lassen sie rüber. Lass sie wieder normal laufen. Huh, bin ich aufgeregt. Ich meine, hier ist noch eigentlich nicht allzu viel los. Man muss halt nur zusehen, dass man seine Stellung hält. Dieser ganze Abschaum hier nicht zu nahe kommt hier. Natürlich geil, wenn die Leichen liegen bleiben würden. Kommt der vielleicht noch irgendwo? Das sieht natürlich richtig krass aus dann. Wenn man bedenkt, dass ich nur diese drei Officers habe hier und wie viele irgendwie noch kommen. Oh, der kommt aber nochmal hier. Das ist jetzt wohl die einzige. Da sieht man erstmal, wie lange man auch noch auf die raufballern muss.
Und es sind noch 8 Wellen. 8 verfreakte Wellen. Enemy spotted. Gut, könnte man natürlich sich jetzt weiter angucken, aber ich glaube, man hat das Prinzip verstanden. Hier. Yeah. Ah, komm, die Welle mache ich noch durch hier. Könnt ihr euch noch mit reinziehen. Kiste für ihn. Supply crate above, supply crate collector. Kiste für ihn. Supply crate above, supply crate collector. Der kriegt keine Kiste mehr. What? Doch hier. Supply crate collector. Incoming! 85 scheiß Zombies hier. Ich glaube, ich werde noch richtig aufstocken müssen für Granaten. Die kommen auch so verdammt nah und ich habe ja nur die drei hier. Receiving transmission. You got it. Supply crate, supply crate, collecting. Supply crate, supply crate. Oh, mir das nicht an hier. Incoming! Na Saron! Und eine Kiste! Ich will nicht, ob ich den hier. Ich glaube, den werde ich vielleicht einen Meter näher reinholen. Das schießt auch ein bisschen früher. Ich glaube, der Typ hier, der sammelt immer die Kisten dann. Ja, jetzt hat er nämlich 9 Granaten. Alter Schwede, ey. Okay, es sind nur 3 Zombies. Wir lassen sie wieder ein bisschen schneller laufen hier. Hüh. So. Bei der letzten Welle, falls ich überhaupt so weit komme, nehme ich wieder auf. Bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Und viel Spaß noch beim Zocken. Also hoffentlich bis gleich denn. Ciao, ciao.